Hinter mir seht ihr so eine hässliche Mauer. Die will ich schon seit Ewigkeiten verdecken. Und sie soll bepflanzt werden. Ich habe hier eine Klematis eingepflanzt letztes Jahr. Die wächst jetzt schon richtig hoch. Und der möchte ich jetzt zum einen eine Kletterhilfe geben und zum anderen möchte ich auch den Efeu, der hier hinten überall wächst, so ein bisschen wegnehmen, damit dann die Klematis da weiter wächst. Ich brauche für meinen Sichtschutz eigentlich nicht viel. Ich brauche eine Stabgitterzaunmatte, die habe ich geschenkt bekommen, die wurde ausgebaut. Ich brauche ein bisschen Naturstein, wofür zeige ich euch dann. Und ich muss jetzt als erstes den Efeu zurückschneiden. Die Stabgittermatte habe ich mir schon zurechtgeschnitten, sodass die über die Mauer passt. Und die stelle ich jetzt erstmal hin und fixiere die grob erstmal mit Kabelbindern. Steht das Ding jetzt erstmal. Jetzt will ich das sozusagen hier und auf der Seite mit den Natursteinen befüllen. Aber ich habe ja bisher nur Kabelbinder rangemacht, um das zu fixieren. Das heißt, wir müssen die Geschichte jetzt nochmal schnell verdrahten. Steine kann man natürlich auswählen, wie man möchte, je nach Geschmack. Es gibt Leute, die machen sich bei solchen Sachen nur weiße Flusskiesel rein. Dann gibt es Leute, die nehmen nur schwarz, irgendwie Basalt oder sowas. Ich bin halt immer ein Typ, ich stehe auf bunt. Und deshalb habe ich hauptsächlich Feldsteine zerkloppt, aber auch ein bisschen Bernburger drin, Granit, also so ein bisschen durchmischt. Finde ich einfach am hübschesten, wenn es so ein bisschen durcheinander ist. Und wie ihr gesehen habt, muss man schon ein bisschen stapeln, damit die einfach nicht durch die Maschen fallen und halt auch halbwegs liegen. Also man kann die nicht einfach von oben reinschmeißen. So, jetzt müssen wir nur noch die Waldrebe einflechten und dann sind wir fertig. Das ist wirklich eine ziemlich günstige Geschichte. Mich hat die Sache eigentlich gar nichts gekostet, bis auf die Kabelbinder und den Draht. Die Steine, da müsst ihr mal gucken, je nachdem, was euch gefällt. Ganz oft gibt es bei eBay Kleinanzeigen Leute, die sowas loswerden wollen und zu verschenken reinsetzen. Ich habe halt den Vorteil gehabt, dass ich in meinem Garten eine Menge Steine hatte, die ich einfach umfunktioniert habe. Aber wo wir gerade noch dabei sind, die Kabelbinder waren wirklich nur erstmal, um die Sache zusammenzuhalten. Also ich würde die nicht ausschließlich verwenden, und kein Draht, weil irgendwann ist einfach der Weichmacher aus dem Plastik raus und die Steine haben ja doch ein bisschen Gewicht. Also lasst da mal ein bisschen Druck drauf sein, dann geht es nachher irgendwann ab. Deshalb lieber verdrahten. Na gut, ich mache jetzt Feierabend. Macht's gut.